Eine ganz schön lange Zeit mussten wir als Radsportfans auf dem Trockenen sitzen, aber jetzt geht es endlich wieder los. Wir melden uns zurück mit den GCN Radsport Highlights der Saison 2022, denn ab heute läuft das erste World Tour Rennen des Jahres. Wir sagen herzlich willkommen zur UAE Tour. 7 Etappen sind es insgesamt. 4-mal davon werden wahrscheinlich die Sprinter ihre Chance suchen. 2-mal geht es am Ende relativ ordentlich bergauf und auch ein Einzelzeitfahren ist noch mit dabei. Der heutige erste Tag ist der längste mit 184 Kilometern. Es geht von Medina Zayed einmal raus in die Wüste bis zu den Moreb-Dünen und wieder zurück. Und wir sehen das gleich. Es geht heute wirklich sehr, sehr viel nur geradeaus. Zunächst aber machten sich 5 Mann auf die Socken bzw. auf die Reifen. Die erste Spitzengruppe dieser UAE Tour war unterwegs. 2-mal Bardiani, 2-mal Gazprom Ruspelo und 1-mal Lotto Soudal und Dimitri Strakov für das Team Gazprom Ruspelo. Die Jungs sind ja in neu designten Trikots unterwegs und jetzt auch auf Look-Rädern. Er holte sich also die erste Zwischensprintwertung und war dann auch bei der zweiten Sprintwertung nochmal richtig schnell vorne mit dabei. Für ihn gab es also die Maximalpunktzahl, aber auch kurz nach der zweiten Sprintwertung dann ein Defektpech. Er fiel damit aus der Spitzengruppe hinaus, konnte es aber ruhig angehen lassen. Vorderrad wurde gewechselt und dann ließ er sich zurückfallen. 4 Mann waren also vorne noch übrig. Das waren dann Rastelli, Tonelli, Kochetkov und Verlosem. Wir werden sie gleich sehen. Die arbeiteten noch ganz gut zusammen. 55 Kilometer vor dem Ziel, da war der Vorsprung dann noch rund 1,30. Groß für die 4 Mann da vorne. Und wir sehen es jetzt auch, 40 Kilometer vor dem Ziel waren das nur noch 35 Sekunden. Man fuhr trotzdem weiter und versuchte sich natürlich so lange wie möglich da vorne zu halten. Aber hinten, da wurde jetzt langsam Fahrt aufgenommen. Und wir haben es ja gesagt, es geht heute fast den ganzen Tag nur geradeaus. Da konnte man die Ausreißer natürlich auch schon eine lange Zeit lang sehen hier auf dieser vermeintlichen Autobahn. Und auf den letzten 20 Kilometern, da wurde es dann schneller im Feld und auch nervöser. Die Ausreißer werden eingeholt und es gibt auch einen Sturz. In diesem Fall hat es hier Rick Zabel erwischt. Der ging zu Boden, konnte aber nochmal aufsteigen und weiterfahren. Zum Glück ist da nicht viel passiert. Knapp 20 Kilometer vor dem Ende sind dann also unsere Ausreißer eingeholt. Und die finalen Sprintvorbereitungen, die kommen jetzt hier ins Rollen. Die Nervosität im Feld, die wird also immer größer. Wir sehen es hier, da wird gedrängelt und geschubst. Zum Glück ist die Straße sehr, sehr breit und es sind auch wirklich extrem viele große Sprinternamen mit dabei. Runewegen, Viviani, Bennett, Philipsen, DeMar oder auch Pascal Ackermann finden wir auf der Startliste. Mark Cavendish natürlich auch nicht zu vergessen. Und für Ackermann, da wollen sie heute fahren im Team UAE Emirates. Und da fährt dann auch Tadej Pogacar als Titelverteidiger hier von dieser Rundfahrt ganz vorne mit durch den Wind. Dylan Groenewegen mit seinen Jungs in Blau für das Team Bike Exchange Jayco zeigte sich zunächst an der Spitze, als es auf die letzten 1000 Meter ging. Aber die etwas an das Team Gerolsteiner erinnernden Farben sollten dann irgendwann von ganz vorne verschwinden. Denn ganz links übernimmt nun das Team Alpecin Phoenix die Initiative. Und in der Mitte, da müssen wir mal gucken, die dunkelgrünen Trikots, da kommt dann auch Sam Bennett für das Team Bora Hansgrohe nach vorne geschossen. Aber der Erste, der wirklich den Hintern hebt und antritt, das ist tatsächlich Pascal Ackermann. Er eröffnet also diesen Sprint. Dann kommt aber schon Sam Bennett vorbeigeschossen und auch Jasper Philipsen, der schnelle Belgier, geht aus dem Sattel. Dann sehen wir noch Dylan Groenewegen, der versucht sich da an der Bande vorbeizusneaken, aber das klappt natürlich nicht. Er protestiert, aber die Frage ist, wo wollte er dahin? Etappensieger bei diesem World Tour Auftakt ist Jasper Philipsen, der 23-jährige Belgier. Bei seinem ersten Saisonrennen holt er sich auch gleich den ersten Saisonsieg. Ein Auftakt nach Maß und das hat das Team auch wirklich hervorragend vorbereitet. Philipsen also vor Bennett, dann Viviani, Groenewegen, Liepens, DeMar, Kanter, Coy, De Vrient und Pascal Ackermann auf der 10. Das also unsere Top 10 im Team Alpecin Phoenix. Da ist die Freude natürlich riesig, wenn man schon bei der World Tour mitfahren darf. Das Ganze als Nicht-World Tour-Team, dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn man die dicken Namen hier alle mal abhängen kann. Wir sehen es schwarz auf weiß. Jasper Philipsen ist jetzt auch der neue Führende in der Gesamtwertung. Bekommt dafür natürlich das rote Trikot, führt vor Bennett und Strakov. Der hatte ja unterwegs bei den Zwischensprints nicht nur Punkte, sondern auch Sekunden gesammelt. Morgen geht es weiter hier in der Wüste. Da wird dann wahrscheinlich wieder gesprintet. Aber für heute sagen wir Adios.